Jo, was geht ab, Freunde? Meti am Start zusammen mit einigen besonderen Gästen. Und zwar einmal die Crew. Yeah. Was geht ab? Man kennt sie mittlerweile unter dem weißen Sideman. Und Yannick ist hier noch dabei. Der ist noch nicht in der Crew, aber ihr seht schon, er wird da herzlichst eingekuschelt. Und ja, wir machen heute ein Elfmeterschießen gegen die Crew. Ihr fragt euch, wo ist dein Team, Meti? Ja, die Kreisliga-Mannschaft konnten wir heute nicht mitnehmen. Und deswegen ist der Yannick da und ich werde mir gleich noch ein paar Jungs da hinten rauspicken. Die haben noch einen Termin. Und jetzt schauen wir mal, Steini ist hier im Tor, die Keule. Und wir haben auch schon ein Video bei ihm gedreht, könnt ihr auch noch mal abchecken. Und ansonsten sind alle anderen verlinkt. Ich würde sagen, wir legen los. Daumen hoch, Kommentar schreiben. Let's go. Ja, Freunde, bevor es mit dem Elfmeterschießen losgeht, haben wir noch eine richtig coole Sache für euch. Denn dieses Video wird unterstützt von Tonsa. Diese App haben wir schon mal vorgestellt, aber warum es so richtig cool ist, dazu kommen wir jetzt mal ganz schnell. Was es mit dem Trikot auf sich hat, dazu gleich mehr. Aber was ist erstmal Tonsa? Tonsa ist eine Fußball-App für junge Fußballer. Da könnt ihr euch ganz einfach kostenlos ein Profil erstellen und eure Fußballmannschaft suchen. Nachdem ihr eure Mannschaft gefunden habt, beziehungsweise euren Verein, könnt ihr da eure Spiele pflegen und mit euren Freunden zusammen eure Spiele bewerten und euch gegenseitig Noten verteilen. Und wenn ihr zum Beispiel zweimal getroffen habt, habt ihr eine bessere Note, als wenn ihr als Torwart 5 Buden kassiert habt. Und so könnt ihr nach und nach eure Saison pflegen und könnt euch quasi ein eigenes Rating wie in Ultimate Team aufbauen. Aber warum jetzt das Trikot? Falls ihr mein Profil jetzt schon gesehen habt, mittlerweile über 3000 Follower, lasst da mal die 5000 knacken, Freunde, wäre richtig geil. Ja, das Trikot hat was ganz Einfaches auf sich, denn ich bin ein Teil vom Tonsa YouTube-Team. Unter anderem sind da natürlich noch andere namhafte YouTuber dabei, Kubanito, Visca Barca. Ihr könnt das Team auf jeden Fall auch suchen in der App. Bitte nicht beitreten, da muss man nämlich angenommen werden, aber sucht auf jeden Fall mal eure Mannschaft raus und tretet dabei. Was hat es mit dem YouTube-Team auf sich, werdet ihr euch fragen? Ganz einfach, in den nächsten Monaten werden wir in mehreren großen deutschen Städten gegen Tonsa-User antreten und da kommt ihr gleich auch schon wieder ins Spiel. Ihr könnt uns auf Tonsa folgen und sehen, wie wir uns da nach und nach entwickeln und wie wir uns in den einzelnen Städten schlagen. Soweit ich weiß, ist es auch das erste Mal in Deutschland, dass es ein YouTuber-Fußballteam gibt, also bin ich richtig gehypt und bin richtig gespannt. Und einige von den Mitgliedern von diesem Team werdet ihr auch in diesem Video heute sehen. Und jetzt kommt noch was Cooles dazu, denn ihr könnt ein signiertes Trikot von den Tonsa YouTube Stars gewinnen, wo wir auf jeden Fall während dieser Tour alle Mitspieler signieren lassen werden. Und wie ihr das gewinnen könnt, dazu kommen wir jetzt. Ihr müsst ganz einfach Tonsa runterladen, Link ist in der Videobeschreibung. Dann erstellt ihr euch kostenlos ein Profil, findet euren Verein und ladet 5 Freunde in diese App ein. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr quasi fertig. Danach müsst ihr nur noch euren Tonsa-Benutzernamen unten in die Kommentare unter diesem Video schreiben und Tonsa wird sich bei euch melden. Gibt es was Geileres? Ja. Und zwar, dass wir uns vielleicht bald auf dem Fußballplatz wiedersehen, wenn ihr euer Tonsa-Profil pflegt, wenn ihr da aktiv seid, wenn ihr da eure Skills zeigt, weil ihr könnt da auch natürlich Bilder, Videos posten, so wie wir es auch machen. Und dann kommt Tonsa vielleicht auf euch zu und wir sehen uns schon demnächst auf dem Platz. Also, seid fleißig bei Tonsa, folgt mir, folgt den anderen, alle, die in dem YouTube-Team drin sind. Und vielleicht sehen wir uns demnächst schon ganz bald auf dem Fußballplatz. Und jetzt geht's los mit dem Elfmeterschießen. Viel Spaß. Was sind wir? Eine! Crew! Eine! Crew! Eine! Let's go, Jungs! Alles nur Geschwätze, alles nur Gelaber. Hier, Crew. Und damit ein herzliches Willkommen aus der Kommentatorenkabine zum Elfmeterschießen zwischen der Crew und dem Team PMTV. Und wir sehen da im Hintergrund schon mal die ersten kleinen Kniffe. Der Keller bekommt einen Zettel mit den angeblichen Elfmeterschützen und deren, ja, Lieblingsecke. Mehr oder weniger. Mal gucken, ob es was nutzt. Der erste Elfmeter, Yannick tritt an und Keller ist im richtigen Eck. Aber Yannick, zu genau, zu eiskalt, 1:0 für das Team PMTV. Was ein Auftakt, Freunde. Wir gehen rein. Zweiter Elfmeter, diesmal Gamer Brosinski, der Simon, gegen Meti. Und da muss hier der Benji mal sein Gesicht der Kamera präsentieren, Freunde. Weg da, wir wollen den Ball sehen. Wir wollen den Elfmeter sehen. Der Mann, der das Trikot unüblicherweise in der Hose hat, Freunde. Sieht man auch selten. Hünteler, a.k.a. Simon, a.k.a. Gamer Brother, gegen Meti, der da versucht, ihn zu verwirren. Was ein Anlauf und dann ist Meti da. Die Katze hat ihn. Was ein etwas, ja doch schwach geschossener Elfmeter. Von Simon Meti im richtigen Eck und dann mit der Fuß, mit der Knieabwehr. Den zwickt er irgendwie zwischen den Beinen ein und da ist der Jubel da. 1:0 damit weiterhin für das Team PMTV. Die Crew verschießt und jetzt also die Möglichkeit für Smexy
ja, wiederzutreffen, das 2:0 zu machen. Wir schauen mal, der Mann mit der 93. Was eine Zahl. Smexy, guter Anlauf oben rechts. Keine Chance. Für den Titan im Kasten. Keller mit dem Trikot von Oli Kahn, oder? Wenn man das hier von Weitem so sehen kann. Allerdings kann er da bisher noch keine Elfmeter halten. Dann der Schmitzi. Jetzt vielleicht mal mit der Chance, zumindest mal den ersten Treffer für die Crew zu markieren. Er zeigt das Eck an. Schießt unten links. Miti riecht den Braten, aber kommt nicht ganz hin. Elfmeter war gut geschossen. Und damit jetzt also auch der erste Treffer für die Crew. 2:1. Weiterhin alles drin. Keller muss aber jetzt irgendwann im Laufe der Zeit mal einen halten. Sonst war es das. Und sonst gewinnt das Team PMTV, das jetzt ja wieder antreten darf in Person von Moos Ersatzbank. Der Anlauf gut ausgeguckt und Keller letztendlich ohne Chance irgendwie abzuwehren. Und dann noch der Depp, Freunde. In FIFA 17 und wahrscheinlich auch in FIFA 18 nicht so gern gesehen. Der Depp und das 3:1 für das Team PMTV. So, Finn darf jetzt ran. Für die Crew gibt es den Anschlusstreffer zum 3:2. Es gibt ihn ebenfalls. Super ausgeguckt, die Bäckerfaust ist da. Und damit also der Anschlusstreffer. Es bleibt weiter entspannend. Der kleine Brasilianer, wollte ich fast sagen. Aber er ist Deutscher. Hansus, ein Wahnsinnskönner am Ball. Bekommt er jetzt scheinbar nochmal kleine Instruktionen von Meti. Da wird nochmal abgeklatscht mit der Faust. Da wird nochmal Glück gewünscht. Mal gucken, ob er den unterbringt. Könnte das 4:2 werden. Keller mit rhythmischen Bewegungen im Tor. Und Hansus, wunderbar. Halb hoch mittig. Guckt er den Keller aus und damit also der Treffer zum 4:2 und weiter der Druck bei der Crew, die jetzt antritt. Simon schießt da mit seinem rechten Fuß. Ja, der macht nicht schlecht. Meti kommt nicht hin. Wieder mal im richtigen Eck. Also Meti ist da knapp dran. Aber bis dato ein Elfmeter gehalten von insgesamt jetzt mittlerweile 8 Geschossenen. Und das war Meti, der den da wunderbar mit den Knien rausgeholt hat. Henrik Mkhitaryan, a.k.a. Leon, a.k.a. Lions. Jetzt also mit der Chance. Und er macht auch den wunderbar rein. Wieder gut ausgeguckt, der Keller ohne Chance. Und damit das 5:3. Und jetzt wird es langsam eng. Ihr seht's, 3 Elfmeter haben wir noch verbleibend. 2 für die Crew, die jetzt scheinbar da mit Benji antritt. No Hand Gaming, aber ich glaube, da gibt's nochmal Irritationen, Freunde. Benji darf doch nicht schießen. Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen einfach das Vertrauen Richtung Benji da vom Trainer oder allgemein von der Crew, dass man da sagt, nee, komm, lass mal, soll mal lieber Timo schießen, der läuft jetzt an, macht er es gut, er macht's überragend, Panenka Elfmeter, Meti ohne Chance, wird da ausgeguckt und man hat's gehört, das Raunen, es geht durchs Stadion, Freunde, das 4:5 aus Sicht der Crew und damit wird's jetzt... Ja, entscheidend. Julius, wenn mich nicht alles täuscht und mich täuscht das, glaube ich, nicht, mit der Chance bei einem Treffer das Ganze jetzt zu beenden. Das 6:4 zu erzielen, dann käme die Crew nicht hinterher und Julius macht den. Wunderbar, der Bremer Julius von FGU mit dem 6:4 und damit ist die Geschichte eigentlich durch. Damit herzlichen Glückwunsch schon mal an das Team PMTV, aber der Benji, der darf nochmal ran, Freunde. Der Benji darf nochmal schießen. Einfach, damit er auch schießen darf. Wir haben es vorhin angesprochen. Vielleicht ist ihm da so ein bisschen die Qualität abgesprochen worden. Vielleicht durfte er da nicht von der Crew aus. Jetzt kann eh nichts mehr passieren. Es ist vorbei. Jetzt darf er nochmal ran. Wir gucken, was er tut. Benji, No Hand Gaming gegen Meti. Da wird geklatscht, rhythmisch. Ist das eine Verwirrungstaktik? Aber er kommt nicht ran. Links ungeschossen, Meti so halb im richtigen Eck. Aber letztendlich dann doch das Tor durch Benji. Und ja, damit ist das Ganze vorbei. Das Team PMTV gewinnt mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die Crew. Ja, Freunde, ihr habt schon gehört, der Simon ist ganz unten verlinkt, hat er gerade selber gesagt. Wenn er überhaupt verlinkt ist. Er hat heute das Spiel hier entschieden, aber die Schalker, die kennt er ja. Danke Jungs, danke an alle fürs Teilnehmen. Und in der Videobeschreibung abchecken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dreimal Schluss. Ciao. Was sagst du, Leute, noch? Ja, mit solchen Leuten kannst du keinen Krieg gewinnen, ne? Langsam über einen Teamwechsel nachdenken. Braucht ihr noch einen? Braucht ihr noch einen bei euch da? Nein, ich habe überlegt, Trainer zu werden. Dann könnten wir ja, müssen wir gerade mal. Ich bin doch mal so verantwortlich.